damit herzlich willkommen zurück in der nächsten Aufnahme von Let's Play Dead Space. Ja, wir sind natürlich immer noch Isaac Clarke, immer noch auf der Event Horizon. Ah, nein, Quatsch, natürlich nicht. Sondern auf der USG Ishimura. Und wir werden schauen, dass wir hier jetzt irgendwas gebacken kriegen. Weil, ja, diese ganzen Monster, das ist ja schon so ein bisschen eine Plage. Eigentlich wollen wir ja nur unsere Alte wiederfinden. Die Lotte. Und deshalb werden wir jetzt erstmal schauen. Ende des Vakuums. Okay, und deshalb werden wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier im Zero-G-Raum erstmal was gerissen kriegen. Was ist das? Fuck. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das sieht auf jeden Fall schon wieder total unfreundlich alles hier aus. Oh, eine Kiste. Hallo? Konnte ich das nicht holen? Schade. Der Kollege sieht auch leicht, ich glaube, dem geht's nicht. So, Gravity. Was jetzt? Jetzt gucke ich ab und zu auch mal. Gedrückt halten und E. Nee, gar nicht. Steuerung. Dann kann man den Zero-G-Jump machen. Steuerung. Kabuff. So, und nächster Sprung. Wuff. Ich habe hier doch gerade eben noch so eine Kiste zerballert, ne? Dann müsste doch jetzt eigentlich hier irgendwo so ein Item rumschwirren. So ein Item. Item, 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 wo bist du? Wenn ich mal nicht so itemgeil wäre. Hallo? Oh, können wir da auch hinspringen? Nein. Und dahin? Da können wir schon. Ich hab doch da so eine Kiste kaputt gemacht. Wo ist denn unser Item jetzt hin? Wir können da gar nicht hin. Hm, schade. Okay, wir sollen da lang. Da ist Monster Action. Ja, okay. Doof, ich hab's kaputt gemacht. So, wir brauchen eine Energiezelle. Da haben wir eine. Komm her. Dann geh da rein. Und activate. Activate, aktiviere. Ende der Schwerelosigkeit. Okay, geht's gut, geht's gut. Medipack ist gut, Medipack ist gut. Warum krieg ich die eigentlich auf? Na, ist ja auch egal. Oh, was ist das? Schockpad! Ach ja, wir sollen ja diese Tür aufspringen. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Du kannst noch mehr kommen hören. Ja, dann freue ich mich ja auch schon direkt. Ich habe schon direkt wieder Bock. Hallo? Was ist Bing? Was ist Bing? Eintritt Schwerelosigkeit. Wo ist Bing vor allem? Oh, da, fuck! Eintritt der Schwerelosigkeit. Mann! Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, Eintritt in der Schwerelosigkeit. Stirb, wo bist du? Die Viecher sind. Kann man das auch nehmen? Okay. Jetzt irgendwo Items. Ich kann nicht anders. Ich muss immer nach Items gucken. Ne? Doch du könntest wohl anders, Archie. Indem du einfach mal weitergehst. Ich möchte aber nicht. Ich möchte lieber nach den Items gucken.
Also das Ganze erinnert mich schon... Nein, ah, fuck, da bin ich hergekommen. Das Ganze erinnert mich wirklich. Also jetzt mittlerweile... Ich habe mir den Film die Tage nochmal angeguckt. Event Horizon. Für die Leute, die ihn kennen. Also es erinnert mich von der Thematik schon sehr stark daran. Aber die Items sind trotzdem weg. Okay. Okay, wir haben unser Shockpad und dann gehen wir mal wieder. Nachladen. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, komme ich mit klar. Fängt aber sofort wieder an. Warum ist hier eigentlich keine Schwerelosigkeit? Mann, Junge, schreck mich doch nicht so, wenn ich gerade zu tun habe. Wenn ich gerade mit meinem Gelaber beschäftigt bin. Also müssten wir hier nicht eigentlich auch schwerelos sein? Irgendwie? So? Ne, geht nicht. Aber ich meine, wir sind im Weltall. Naja. Boah, also im Weltall ist zum Glück... Da erschreckt man sich zum Glück nicht so, weil... Ende des Vakuums. Die Viecher... Boah, Junge. Weil die Viecher dann wenigstens nicht so einen Lärm machen. Ne, komm, wir gehen einfach weiter. So. Chinese. Boah, da ist einer hinter. Boah, der wollte mich wieder erschrecken. Ja, erschrecken gibt's diesmal nicht, du Schwein. Wo? Okay, doch ein bisschen vielleicht. Ein bisschen erschrecken ist ja okay. Wo bist du? Da. Das war schön aus der Entfernung, ja. Ich habe gar keinen Bock, mich mit den Viechern einzulassen. So, alles wieder fresh. Alles okay. Konnten wir eigentlich hier durch diese Tür? Forschungslabor. Zu einem gültigen Ausweis. Ne, Ausweis haben wir leider nicht. Ne, okay. Okay, ich habe keinen Ausweis. Auch gut. Ohne Werkbank. Dann werden wir doch direkt mal unsere Knarre und so ein bisschen... was denn? Das Impulsgewehr, die Rig selber. Wie viel haben wir denn? Drei Energieknoten. Drei Energieknoten sind gut. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir mehr Energie haben. Und ich habe zwar gesagt, wir brauchen immer einen Energieknoten beihaben. Also sollten immer einen beihaben. Aber Schaden und Kapazität können wir erhöhen. Ne, gar nicht. Schaden, nur Kapazität. Und beim Plasmagewehr? Nur die Kapazität. Ja, ist egal, komm. Aber wir haben genug Gegenstände bei. Das heißt, ich kann gleich vorne irgendwo... Ist wieder ein Shop. Sachen verkaufen. Und dann sind wir auf jeden Fall wieder auf der sicheren Seite. Was mit dem? Ach, das ist der Typ, der sich selber den Schädel kaputt gehauen hat. Was ist das? Oh mein Gott! Bleib in Ruhe! Boah, was ist das denn? Boah. Sind die eklig. Mann. Wow. Geh weg, Mann. Lass mich in Ruhe. Boah, was für kaputte Viecher, Mann. Wo, was, wo? Nein, 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 nein. Jetzt lass doch mal... Isaac hier in Ruhe, ja. Bah, was für hässliche, eklige kleine Viecher. Prima, ey. Das ist ein Shop. Gehen wir erstmal zum Shop. Oh, Impulsprojektile. Ne, wir wollen erstmal verkaufen. Und zwar ein Halbleiter Gold. Und ja, komm, Stase-Pack ist momentan noch nicht so wichtig, verkaufen wir auch.
Medipacks brauchen wir selber. Aber wir haben 15.000 dabei. Stahl. Was? Strahlmunition. Verkaufen wir 2 Stück von. War das jetzt okay? Oder war das das Falsche? Plasma-Cutter, Impuls, bla bla bla. Okay, der Rest ist gut. Energieknoten, davon wollen wir einen holen. Und dann war's das jetzt auch erstmal wieder. Wenn wir mal einen Energieknoten dabei haben. So. Ach, genau. Wow. Hätte man da vielleicht nicht nochmal einen Meter zurücktreten sollen? Fuck. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Dann go, go. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Oh, ich freue mich so. Was? Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Ey, ganz im Ernst. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ja, aber wird man die denn dann wirklich nochmal wiederfinden wollen, wenn die hier noch irgendwo ist und die ganzen Viecher, die wir gesehen haben? Ganz, also jetzt nur, ne, im Ernst jetzt mal, aber jetzt mal echt im Ernst, so. Welcher normal denkende Mensch würde denn jetzt noch damit rechnen, dass seine Freundin noch irgendwo hier lebendig rumläuft? Jedes Zimmer, was wir momentan betreten, ist tapeziert in Rot. Entweder haben die einen sehr eintönigen Maler gehabt, oder aber man darf davon ausgehen, hier ist echt keiner mehr am Leben. Hallo? Oh, 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 oh! Fuck. Boah, stirb halt. Kleines Monsterkind aus der Hölle. Mann, hab ich gesagt. Ich glaube, ich habe zu viel geschossen. Hey, die sind alle tot. Alles, was hier rumliegt und läuft und ist entweder ein Monster oder ist halt echt tot einfach nur. Da geht doch keiner mehr davon aus, dass hier irgendwo noch einer da ist. Fuck, ey. Okay, Spinde sind gut. Spinde haben Geld. Spinde haben Geld. Mehr Geld. 2000 Flocken schon wieder. Super gut. So, und jetzt? Jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen nochmal... Was nun? Ah, da ist eine Tür. Wir brauchen dafür einen Energiekern. Da hinten lag einer. Okay, meine Freunde. Dann werden wir mal diesen Energiekern nehmen. Naja, komm, den stell ich nicht so an. Dann werden wir den jetzt mal installieren, in diesen Energiekern hier. Hallo? Du darfst da dann noch reingehen. Was war das? Lol. Energiekern und so. Ist ein weiblicher Energiekern gewesen. Den muss man erst zweimal bitten. Oh, da kenne ich einen ganz fiesen. Oh, fuck. Was war das? Das war schon wieder so ein Monster. So ein Babyvieh, Wette machen. Wow, fuck! Doch nicht! Ich hab mich. Oh doch, doch, da wohl! Oh mein Gott! 2 von den Spinnern! Mann, ich krieg nur Herz, Kasper. Wollte ich gerade einen Witz erzählen, ey, und dann. Im nächsten Moment kacke ich mich schon wieder ein, ey. Prima. Yeah! Energy Core. Oh, ist ja wie Weihnachten. Wahnsinn.
Tap, 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 Stahlmunition, yeah. Boah, ja, hier ist richtig was drinne. Oh, geil. Ja, es lohnt sich halt echt immer, so einen Core dabei haben, so einen Energieknoten dabei zu haben. Oh. Was? Das ist, der ist noch da? Warum? Warum? Stase! Oh, jetzt kann er auch sogar Ballett. Was zur Hölle ist das? Was hat denn da jetzt so gebrummt noch? Boah, das hat aber nicht gut geklungen. Sehr unfreundlich, möchte man sagen. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Welsa? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Fräulein, ich gehe mal davon aus, dir hilft keiner mehr. Aber, war dir das vielleicht? Das ist ein der auch irgendwie sich nicht gedärmmäßig so ganz zusammenreißen konnte, wie es aussieht. Wie sie es... Oh mein Gott! Oh! Fuck! Nein! Lass mich in Ruhe! Boah, fuck! Verdammte Scheiße. Was ist das? Datenbank. Neugeborene. Alyssa Rose, J. K. Jayton? Was ist denn das für ein Name? Alyssa, Leonie, Ian Ansel, Jackson Thomas, Lucas, Tara James, Caitlin, Kai Joshua, Cody, Kyle, Jenna Faith, Jack Williams, Agatha Melanie. Okay. Keine Ahnung, wie weit uns das jetzt weiterhilft. Ich gehe mal einfach davon aus, die sind alle tot. Also hier im Spiel zumindest. Kann ja auch sein, dass die Entwickler sich da selber einen Gefallen getan haben. Ja, haben die sich einen Gefallen getan, wenn die sich hier ins Spiel implementieren? Also ihre Namen? Ich weiß es ja nicht. Ob man in einem Horror-Adventure unbedingt selber vorkommen will. Caitlin ist schön. Oh, da lebt noch einer. Hallo? Hallo?